Sehr geehrte Damen und Herren, ein herzliches Willkommen in unserer Kirche, die noch vom Erntedankgottesdienst herbstlich geschmückt ist. Es ist ja bereits eine gute Tradition, dass die evangelische Stiftung Kirche in der Stadt und die Stadt Bad Homburg in guter Kooperation den Festakt zum Tag der Deutschen Einheit ausrichten. Und so begrüße ich die diesjährige Rednerin, Frau Christine Lieberknecht. Sie hat als Pfarrerin und ehemalige Ministerpräsidentin unseres Nachbarbundeslandes Thüringen den Aufbau der Demokratie mitgestaltet und verantwortet. Und auch 33 Jahre nach der Wiedervereinigung ist es in Deutschland immer wieder neu eine Herausforderung, die Chancen unseres demokratischen Systems zu zeigen und Menschen zu motivieren, sie verantwortlich mitzugestalten. 5 Tage vor der hessischen Landtagswahl, ein sehr aktuelles Thema. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Sie sind bereits gestern angereist und ich hoffe, Sie hatten eine kleine Zeit, wenigstens eine Runde durch unsere schöne Stadt zu drehen. Genauso begrüße ich Frau Nicole Deitelhoff, Professorin für internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnung an der Goethe-Universität. Sie wird in der Podiumsdiskussion mit Frau Lieberknecht und Dr. Oehnhausen das Thema vertiefen. Begrüßen möchte ich auch unseren Dekan, Herrn Pfarrer Tönges Braungart, und die vielen Vertreter der evangelischen Gemeinden und der katholischen Nachbargemeinde St. Marien. Mein besonderer Dank für diese Veranstaltung gilt Herrn Alexander Hetjes, unseren Oberbürgermeister. Sie und die Stadt Bad Homburg, von der zahlreiche Repräsentanten heute mitfeiern, danke ich für die gute Zusammenarbeit und große Unterstützung. Stadt und Kirche, gemeinsam die Gesellschaft zu gestalten, das soll uns weiter gelingen. Und nicht vergessen möchte ich meinen Dank an alle zu richten, die zum Gelingen der Veranstaltung beitragen, in der Vorbereitung und heute an diesem Tag. Da ist der Bachchor und unter der Leitung von Frau Susanne Rohn, da ist der Kirchenvorstand der Erlöserkirchengemeinde und die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und diejenigen, die Bier und Wurst gespendet haben. So können wir im Anschluss beieinander sein und in vielen guten Gesprächen die gedanklichen Anregungen weiterdenken und ausbauen. Dazu möchte ich Sie jetzt schon herzlich einladen. Wir haben Thüringer Bratwurst und Wetterauer Maiskolben. Und ich freue mich jetzt, Herrn Oberbürgermeister Hetjes am Rednerpult begrüßen zu dürfen. Eine wunderschöne Veranstaltung wünsche ich Ihnen. Liebe Petra Kühl, vielen, vielen Dank für die lieben einleitenden Worte. Ich kann nur sagen, bei der Begrüßung schließe ich mich deinen Worten an. Das spart dann schon mal bestimmt 35 Minuten. Und wir kommen dann auch schneller zu dem lang ersehnten Hauptvortrag vom heutigen Tage. Ja, es ist mir eine große Ehre, heute vor Ihnen zu stehen am Tag der Deutschen Einheit und auch ein paar Worte zu sprechen. Dieser Tag erinnert uns daran, wie weit wir als Nation gekommen sind seit dem Fall der Berliner Mauer und der Wiedervereinigung vor über 3 Jahrzehnten. Doch während wir dieses historische Ereignis und auch diese historischen Erfolge völlig zu Recht feiern, dürfen wir aber an der Stelle auch nicht versäumen, so wie ich finde, kritisch auf die aktuellen Herausforderungen zu blicken, denen unsere Demokratie zurzeit auch gegenübersteht. Eine der bedeutendsten Entwicklungen, die unsere Demokratie in jüngster Zeit beeinflusst haben, sind die Wählerwanderungen. Immer mehr Menschen wechseln ihre politischen Präferenzen und die sogenannten etablierten Parteien sehen sich mit einer veränderten Wählerlandschaft konfrontiert. Und genau das erfordert von unseren politischen Führungskräften Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit, die Bedürfnisse und Anliegen verschiedener Wählergruppen zu verstehen und auch anzusprechen. Und ich bin der Meinung, man kann manchmal regelrecht spüren und fühlen, wie schwer das den etablierten Parteien gerade in der heutigen Zeit auch fällt.
Gleichzeitig können wir auch nicht ignorieren, dass die politische Auseinandersetzung in unserem Land an Schärfe gewonnen hat. Radikalisierung, Polarisierung sind zu bedenklichen Phänomenen geworden, sowohl rechts als auch links. Und statt konstruktiver Debatten sehen wir zunehmend den Verlust des respektvollen Austauschs von Meinungen. Vor allem lässt sich das mal wieder in den sozialen Medien beobachten. Dies schadet nicht nur unserem politischen Klima, sondern stellt auch eine ernsthafte Bedrohung für unsere Demokratie dar. Und was hinzukommt, die Bürgerinnen und Bürger wollen die Politik nicht streiten sehen, sondern sie erwarten Lösungen. Sie erwarten Lösungen für die drängenden Probleme, mit welchen sich unser Land konfrontiert sieht. Der politische Meinungsbildungsprozess wird immer häufiger auch von Desinformation und Fehlinformationen beeinflusst. Auch hier tun sich die sogenannten sozialen Medien besonders hervor. Das untergräbt das Vertrauen in unsere politischen Institutionen und gefährdet somit auch die ganz spezielle Grundlage unserer Demokratie. Die Frage, die wir uns heute stellen müssen, lautet: Was bedeutet all das für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land? Die Antwort ist sehr komplex, aber eine Sache ist sicher: Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Säule in unserer Demokratie. Und wenn wir uns entzweien und uns nicht mehr auf gemeinsame Werte und Ziele einigen können, dann verlieren wir den Kern unserer Demokratie. Schauen wir mal zurück auf die Geschichte. Die hilft ja des Öfteren, gewisse Dinge einzuordnen und auch vielleicht zu verstehen. Insbesondere auf die 175 Jahre seit der Frankfurter Paulskirche. Dieses historische Ereignis ist das Symbol für die Suche nach Einheit und Freiheit in Deutschland. Und es lehrt uns, dass der Weg zur Demokratie mit Kompromissen und gegenseitigem Respekt gepflastert ist. Die Abgeordneten der Paulskirche hatten ganz unterschiedliche Ansichten und Interessen, aber sie fanden einen Weg, gemeinsam eine Verfassung zu erarbeiten. Und da eine kleine Anekdote auf kommunalpolitischer Ebene zu dieser Zeit: Auch die Landgrafschaft Hessen-Homburg stellte damals einen Abgeordneten in der Paulskirche. Was erst zur Verwunderung und dann zu seiner Ablösung führte, war, dass er sich dass er mitgestimmt hat, dass das Glücksspiel in Deutschland verboten war. Das war sehr schlecht, weil damals war das unsere Haupteinnahmequelle. Und was den Landgrafen noch mehr ärgerte, nicht nur, dass unser Abgeordneter mitgestimmt hat, sondern er hat auch noch aktiv dafür gekämpft. Das war nicht so gut, das war dann zu viel des Kompromisses und er wurde dann relativ schnell abgelöst. Aber was wir heute aus der Paulskirche lernen können, ist die Bedeutung des Dialogs und der Einheit. Wir müssen die Vielfalt unserer Meinungen respektieren und gleichzeitig nach Gemeinsamkeiten suchen. Und wir müssen uns bewusst sein, dass Demokratie eine stetige Arbeit ist, also eine Arbeit, die auch niemals wirklich abgeschlossen ist, denn sie erfordert Engagement, sie fordert Bildung und sie fordert auch und vor allem, und das ist für mich der wichtigste Punkt, aktive Beteiligung. Und gerade da mache ich mir etwas Sorge. In der Tat, nächsten Sonntag sind Landtagswahlen und das wird unser Landtagsabgeordnete vor Ort, Elke Barth, aber auch Holger Bellino, der uns im Landtag vertritt, sicherlich bestätigen. Die Hauptfrage wird sein: Wie hoch wird die Wahlbeteiligung sein? Es ist ein ganz einfaches Mittel, sich aktiv an einer Demokratie zu beteiligen. Wählen gehen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich bin mal gespannt, wie das dementsprechend ausgehen wird. Und auch eine Sache, die mir Sorgen macht mit Blick auf die Kommunalpolitik, wie wir in Zukunft unsere kommunalpolitischen Listen gefüllt haben wollen. Und zwar auf Stadtebene, auf Kreisebene. Kreis ist ja sowieso auch so ein bisschen abstrakt, ja, was so ein Landkreis macht. Wir kriegen oftmals Post ins Rathaus und werden wüst beschimpft, wofür wir gar nichts können, weil das Aufgabe des Landkreises ist. Also die Leute unterscheiden da auch nicht so. Aber das wird eine spannende Diskussion in der Zukunft auch werden, wie wir Leute finden, die sich ehrenamtlich politisch engagieren in Zukunft. Das wird eine Herausforderung.
Und um genau diese aktuellen Herausforderungen auch an unsere Demokratie zu bewältigen, müssen wir also den Geist sozusagen der Paulskirche wiederbeleben. Wir müssen uns gemeinsam daran erinnern, dass die Einheit und der Zusammenhalt unseres Landes von größter Bedeutung sind. Und wir müssen diejenigen, die von extremistischen Ideologien angezogen werden, mit Empathie und mit Bildung erreichen, anstatt sie zu verurteilen. Lassen Sie uns heute den Tag der Deutschen Einheit als Anlass nehmen, um unsere Demokratie wertzuschätzen, aber auch, um uns der Verantwortung bewusst zu sein, die damit einhergeht. Wir müssen uns gemeinsam für eine starke, inklusive und gerechte Demokratie einsetzen, in der die Werte der Freiheit, der Toleranz und des Respekts vorherrschen. Denn nur so, da bin ich mir sehr, sehr sicher, können wir die aktuellen Herausforderungen überwinden und eine bessere Zukunft für unser Land und auch für unsere Nachkommen gestalten. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank. Der Herr ist mein Hirte. Es schwingt noch so in uns welch einigendes Band, auch am heutigen Tag. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Professorin Deitelhoff, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir feiern den Tag der Deutschen Einheit und gleichzeitig genieße ich ein Privileg. In diesen Tagen, sozusagen mit dem gestrigen Brückentag, dem verlängerten Wochenende am Freitag in Kassel-Wilhelmshöhe, dann in den Westerwald nach Grenzau, wo ich am Samstag war, und am Sonntag nach Schwäbisch Gmünd, das Remstal bis nach Waiblingen, wo ich gestern Abend gewesen bin, und jetzt hier bei Ihnen in Bad Homburg. Das ist ganz schön viel. Und dass Sie dann noch an Thüringer Bratwürste sozusagen als Referenz an meine Thüringer Heimat gedacht haben, finde ich natürlich besonders schön. Der Kulturphilosoph Hermann Lübbe sprach einmal vom Reiz und der Lust am Wiedererkennen und Unterscheiden der deutschen Landschaften. Und er spielte damit an auf die höchst produktive Vielfalt für die Einheit unseres Landes. Ja, und auch der Stichwortgeber für das Motto Ihrer Veranstaltung, denke ich an Deutschland, Heinrich Heine, ließen ja die Bilder von Landschaft Zeit seines Lebens nie wirklich los. Er selbst sah sich als entlaufenen Romantiker. In seinen berühmt gewordenen Reisebeschreibungen verband er Landschaftsbilder, allerdings mit ironisch bissigen, satirischen bis hin zu verbitterten und mitunter auch von einem tiefen Leiden geprägten Zustandsbeschreibungen der damaligen deutschen Kleinstaaterei. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wie sieht unser Land heute aus? Im 175. ist ein Jubiläumsjahr, Sie sprachen es an, Herr Oberbürgermeister, des Paulskirchenparlaments und 33 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung. Dieser Frage möchte auch ich gerne nachgehen. Zuvor gestatten Sie mir aber doch ein paar persönliche Reflexionen, so denke ich an Deutschland. Meine erste Reflexion, anlässlich von 30 Jahren friedliche Revolution und deutsche Einheit in den Jahren 2019-20, als Sie ja auch mit dieser Reihe begonnen hatten, war ich Mitglied einer Kommission der Bundesregierung, damals noch Union und SPD, große Koalition. Die meinte, man müsse die Jubiläen ja auch irgendwie vorbereiten, man könne das nicht so einfach laufen lassen. Und da stellten wir uns Fragen, welche Sicht haben wir eigentlich auf unser Land? Was prägt uns? Was sind unsere Leidenschaften? Und schließlich, was ist typisch deutsch? Herausgekommen ist unter anderem eine deutschlandweite Plakataktion im 30. Jahr der Deutschen Einheit, also damals 2020, unter dem Motto, das ist so deutsch. Vielleicht können Sie sich auch an das eine oder andere Plakat hier in Bad Homburg erinnern. Ein lichtdurchfluteter Wald mit moosbewachsenem Wurzelwerk und Steinen, sozusagen Romantik pur. Ein Großvater hinter der zurückgeschlagenen Gardine am Fenster mit Gartenzwergen. Ein deutscher Kurzhaardackel in Ab-8-Stellung. Und dann vielleicht eine besondere Referenz an den Osten, auch das musste ja sein, ein trabipolierender Autofahrer.
und eine hohe, exakt geschnittene, blickdichte Thuja-Hecke. Also so insgesamt gab es 19 Motive davon, mit teils, ja, Sie haben es ja auch gemerkt, augenzwinkert humorvollen Ansatz zum Nachdenken über deutsche Stereotype. Und zugleich ging es aber auch darum, die Vielfältigkeit Deutschlands unter dem Thema, das war dann das Gesamtmotto, Deutschland ist eins, nämlich vieles, zu spiegeln. Und ein wenig Toleranz und Großzügigkeit bei den Motiven, die ich kurz angetippt habe, ging es ja auch vielleicht um eine gewisse Leichtigkeit ob der gebrauchten Motive. Ich habe damit für meine damalige Arbeit einiges mitgenommen und am wichtigsten für mich, Deutschland ist, anders als unsere europäischen Nachbarn wie Frankreich oder Polen, kein Zentralstaat. Wir sind ein Land der Vielfalt. Und diese Vielfalt ist mehr als Folklore der Trachtengruppen im Schwarzwald oder als die niedersächsischen Schützenvereine oder Karnevalsumzüge im Rheinland. Nein, diese Vielfalt, sie braucht eine staatliche Entsprechung, wenn Sie so wollen, ein politisches Gefäß. Das sind die deutschen Länder. Der Föderalismus ist nicht in erster Linie und nicht einmal überhaupt, und da stehe ich voll und ganz dazu, übel. Er ist Gewinn. Und darauf will ich gerne auch zurückkommen. Meine zweite Reflexion, ich muss vorausschicken, ich bin sozusagen sozialisiert in der kirchlichen Jugendarbeit. Und da hatten wir in Thüringen, wie alle Gemeinden oder kirchlichen Werke, bis hin in die Leitungsgremien hinein, Partner in den westlichen Kirchen. Und wir besuchten, also wir kriegten Besuch, wir durften ja nicht besuchen, aber die, wenn dann Jugendliche kamen und uns besuchten, sprachen sie so, wie sie heute auch sprechen, wenn sie ihr Land meinten, nämlich die Bundesrepublik Deutschland, und sprachen von Deutschland, permanent von Deutschland. Während Jugendliche in der DDR, auf die DDR bezogen, nie von Deutschland sprachen. Aber mir blieb dann nur der leichte Einwand etwas verunsichert vorgetragen. Aber, liebe Freunde, ich bin doch auch Deutsch. Ich will das an dieser Stelle mal so stehen lassen, aber die aktuelle Hitliste der Bücher, die Bestseller, die knüpfen schon auch an solche Erfahrungen an. Auch das will ich jetzt nicht vertiefen, vielleicht kommen wir in der Diskussion noch kurz darauf. Eine dritte Reflexion, und da komme ich auch auf das, was Herr Oberbürgermeister schon ansprach, 175 Jahre Paulskirchenparlament, Einigkeit und Recht und Freiheit. Ja, dass in unserer deutschen Geschichte Kunst und Kultur, aber eben auch die Freiheitsgeschichte Orte des Geschehens sind, diesseits und jenseits der ehemaligen deutschen Grenze, dass sie nicht losgelöst sozusagen voneinander sinnvoll erklärt werden können, sondern dass es da eine durchaus wechselseitig verwobene Freiheitsgeschichte gibt, die dann am Ende zu 1848 und der Paulskirchenversammlung geführt hat, kann man an diesem Beispiel gut nachvollziehen. Natürlich schauen wir auf das Hambacher Fest 1832 und haben dabei den Gassenhauer, leider kannte ich das noch nicht in der DDR, sondern erst nachher, kühler Mai, wenn das Volk nicht froh, nicht frei, im Ohr. Und natürlich schwarz-rot-gold vor Augen. Zugleich ist das Hambacher Fest aber nicht zu denken ohne das Wartburgfest, meine Heimat, 1817 im thüringischen Eisenach und den dortigen Protesten gegen reaktionäre Politik, Kleinstaaterei und für einen Nationalstaat mit eigener Verfassung, auch 1817. Und wenn wir bei 1817 sind, dann denken wir an die Gründung der Urburschenschaften 1815 in einem Gasthaus, was es noch heute gibt, die Grüne Tanne in Jena. Und 1816 überreichten damals im Übrigen die Jener Jungfrauen, da waren die Rollenverteilungen klar, den Burschenschaften eine schwarz-rote, mit Goldfransen gesäumte Fahne, aus der dann die Wartburgfahne entstand und schließlich die Fahne des Hambacher Schlosses und für die Frankfurter Nationalversammlung, wir kennen die große, übergroße Germania, schwarz-rot-gold im Hintergrund. Symbol für das Ringen in der deutschen Tradition, der deutschen Freiheitsbewegung um nationale Einheit, Recht und Freiheit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, allein dieser Blick auf diese Ereignisse zeigt, ganz gleich, ob Jena,
Eisenach, Hambach oder Frankfurt. Uns verbindet eine gesamtdeutsche Vergangenheit, in der diese Orte sinnvoll nur miteinander und nicht losgelöst voneinander betrachtet werden können. Und schließlich eine vierte und letzte Reflexion. Ich habe sie genannt das vergessene Jahr. Oder der Grundrechtekatalog der Paulskirchenverfassung und die friedliche Revolution in der DDR 1989. Auf dem Boden einer gesamtdeutschen Demokratiegeschichte, die ich gerade ganz kurz skizziert habe, sahen sich auch die Bürgerrechtler der friedlichen Revolution in der DDR im Herbst 1989. Ziel der friedlichen Revolution war bis zum Fall der Mauer noch nicht die deutsche Einheit. Das schien uns weit weg, aber es war eine Demokratisierung der DDR. Die Menschen versammelten sich hinter dem Ruf, wir sind das Volk, aus dem dann mit dem 9. November der Ruf, wir sind ein Volk, immer mächtiger wurde. Aber auf jeden Fall wollte man vorbereitet sein, ganz gleich, ob für eine Demokratisierung in der DDR oder für eine deutsche Wiedervereinigung, und zwar aus eigener Kraft. Das gehörte zum Selbstverständnis der damaligen Bürgerrechtsbewegung in der DDR dazu. Sie hatten im vergangenen Jahr Rainer Eppelmann hier, der ja auch für diese Bewegung ganz klar und maßgeblich an vorderster Stelle stand. Dem dienten auch die runden Tische als, so sagte es einer der Protagonisten damals, Konrad Weiß, gewissermaßen das Vorparlament der 89er Revolution, angelehnt an die bewusste Tradition der 48er. 89, 48. Und wichtigster Bestandteil war damals nicht weniger als die Übernahme des im Frankfurter Paulskirchenparlament beschlossenen Grundrechtekatalog in eine mögliche neue Verfassung. Freiheit, Menschenrechte, Demokratie waren zentral vor allen anderen Dingen. Und auch das Datum der ersten freien und zugleich letzten Volkskammerwahl 1990 dann war kein Zufall. Sie fanden nämlich am 18. März 1990 statt, dem Tag der Berliner Märzrevolution. Und auch das war ein ganz bewusstes Zeichen, dass man sich in der Tradition der 1848er sah. Und heute sprechen die Aktivisten von damals vielmals eben von diesem vergessenen Jahr, in dem unglaublich viel für eine Demokratisierung in der noch DDR geschah, zur Vorbereitung auf die deutsche Einheit dann am 3. Oktober. Und auch ich frage, warum sind uns diese äußerst spannenden, fast 11 Monate vom Mauerfall bis zum 9. November 1989, vom Mauerfall 89 bis zum 3. Oktober 1990 in unserer gesamtdeutschen Erinnerung so wenig präsent? Natürlich hat jeder seine persönlichen Erlebnisse, alle, die zu uns kamen, uns geholfen haben. Und es war schon eine absolute gemeinsame Aufbruchstimmung. Aber dieser Teil der Geschichte ist weithin verblasst. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen also, es gibt gute Gründe, sich mit unserer deutschen Geschichte, zumal an einem Tag wie heute, zu befassen. Und neben dieser Vergewisserung über Vergangenes gehört natürlich Gegenwart und Zukunft dazu. Und da mache ich jetzt auch den großen Sprung. Wo stehen wir in diesem Jahr 2023? Sie werden die Stimmungslage zu Beginn des Jahres, dieses Jahres 2023, noch in Erinnerung haben. Die Befunde der uns beobachtenden Demoskopen waren alles andere als gut. Das Allensbacher Institut, was seit 1949 den Deutschen immer wieder zum Jahreswechsel am Puls fühlt, hat so wenig hoffnungsvolle Zuversicht wie zuletzt vor 73 Jahren gefühlt. Nur 1950 war weniger Zuversicht gemessen am Puls der Deutschen als zu diesem Beginn 2023. 1950 waren es nämlich 27% und 2023 zum Beginn dieses Jahres waren es ganze 28% und zwar quer durch das ganze Land. Es gab 34%, die hatten Furcht. Es gab 30% dazu, die waren skeptisch.
8% unentschieden. Wirklich verwundern muss es vielleicht nicht. Corona steckte den Menschen immer noch in den Knochen. Dazu Krieg, Inflation, Energie, Klima und kaum Staatenlenker, denen die Menschen noch zutrauen, sie erfolgreich aus der Krise herauszuführen. Forscher wie Klaus Hurlmann sprechen von einer erschöpften Gesellschaft. Und wenn wir ehrlich sind, die uns allen bekannten Krisen der vergangenen Jahre waren in der Tat ja mehr als, ich sag mal, nur Verunsicherung, nur ein Irrtum oder ein böser Traum. Nein, sie haben uns ins Mark getroffen und wurden zum Teil wirklich als ja, grundstürzend empfunden. Und das hinterlässt natürlich Spuren. Aber vielleicht gehören Sie ja auch mehrheitlich, wie ich, immerhin 28% hoffnungsvolle. Waren es noch am Jahresanfang? Ich bekenne, ich gehöre trotz allen Schwierigkeiten immer dazu. Mir kann diesen Optimismus keiner nehmen. Und vielleicht anders als die Wirtschaftskapitäne. Die gehören nämlich auch dazu, wenn man die Überschriften am Jahresanfang las. Der brisante Pessimismus der Wirtschaftselite. Manager sehen schwarz für die Weltwirtschaft. Und dann der Begründer und ja immer noch geistige Spiritus Rector von Davos, dem Weltwirtschaftsforum, Klaus Schwab, der sagte, wirtschaftliche, umweltspezifische, soziale, geopolitische Krisen kommen zusammen und schaffen eine extrem unvorhersehbare, unsichere Zukunft. Und 53 Jahre nach Bestehen dieses Forums wurde erstmals, jedenfalls dort, ein Rückschritt in der Menschheitsentwicklung konstatiert. Da ist von mangelnder Transformationsbereitschaft der Rede, wie man die Klimarettung voranbringen könnte, ungelöste soziale Fragen, Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und im Grunde alles aufgezählt, ein Wort düster. Ich will das nicht weiter vertiefen. Auch Sie werden diese Schlagzeilen sicher kennen und die Daten sind heute auch zumindest mal objektiv gesehen, nicht wesentlich anders. Und trotzdem sage ich, ich sehe ein Land voller Widersprüche. Dazu gehören diese kritischen Daten, dazu gehört wenig Vertrauen in die aktuell Handelnden und auch in Institutionen. Aber auf der anderen Seite bin ich froh, dass die negativen Szenarien im Vorfeld des vergangenen Herbstes 2022, vielleicht können Sie sich daran auch noch erinnern, alle nicht eingetreten sind. Was wurde da nicht alles angekündigt für unser Land? Von bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen. Heißer Herbst 2022. Deutscher Wutwinter. Feinde der Demokratie rüsten auf. Alles sehr, sehr martialisch. Demokratische Ordnung in Gefahr. Natürlich müssen wir uns über demokratische Ordnung Gedanken machen. Bedrohung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Auch das sind Themen. Aber wir haben keinen Grund, das in dieser martialischen Wortwahl immer wieder zu plakatieren. Die Liste ließe sich fortsetzen. Ich will nur sagen, der deutsche Wutwinter hat so, Gott sei Dank, nicht stattgefunden. Befürchtete Engpässe, vor allem in der Energieversorgung, konnten abgewehrt werden. Der gesellschaftliche Zusammenhalt steht heute freilich vor Herausforderungen, die es in früheren Zeiten so nicht gab. Auch das ist wahr. Aber gleichzeitig gibt es so viele Menschen, die jeden Tag aufs Neue zeigen, ich bin engagiert. Mir geht es darum, Demokratie zu stärken oder alle, die sie hier sind. Die Kirche ist ja voll. Sie sind alle da, weil ihnen Demokratie auch am Herzen liegt. Weil sie rückblicken auf den 3. Oktober, aber natürlich auch in die Zukunft und sich Gedanken machen, wie geht es weiter in unserem Land. Es gibt so viele Menschen, denen geht es auch darum, ja, Gesicht zu zeigen gegen Hass und gegen Hetze, dem Einhalt zu gebieten. Menschen zeigen, ich setze mich für andere ein, auch unter Einsatz meines eigenen Lebens. Das haben wir in ganz Thüringen in diesen Tagen auch schmerzhaft erlebt. Ein junger Mann, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, rettet ein Kind aus den Fluten, kommt dabei selbst ums Leben. Auch diese Beispiele haben wir. Sie haben wir bei unseren Rettungskräften, sie haben wir bei Feuerwehren. Menschen, die sich für andere einsetzen, sogar unter Aufgabe ihrer selbst. Ja, die Solidarität für den Nächsten, die Solidarität für Mitmenschlichkeit gibt es und ist nach meiner
Wahrnehmung ungebrochen. Und sie macht auch an den Grenzen unseres Landes nicht Halt. Ich finde, wir haben eine nach wie vor belastbare, eine wache, eine engagierte Bürgergesellschaft, natürlich gegen Anfeindungen. Und natürlich ist die Erkenntnis, Demokratie ist keine Schlafwagenveranstaltung, man muss sich einsetzen. Aber Menschen tun es auch, und daran ändert aus meiner Sicht auch nichts dieses ja gegenwärtige Dauerhoch in den aktuellen Umfragen, was die AfD betrifft. Regional durchaus unterschiedlich, Bad Homburg ist das nicht so ein Thema, wie es in Thüringen ist. Aber es ist nicht so, dass alle westdeutschen Regionen davon verschont wären. Also ich war in Waiblingen, Baden-Württemberg gestern, da sind auch nicht in Waiblingen, aber im Land 20% mitunter. Also es greift schon um sich. Und trotzdem sehe ich, also ich sehe vor allen Dingen in den hohen Umfragewerten für die AfD, besonders im Osten, aber eben nicht nur, vor allem aber auch als Demokratin eine Problemanzeige. Aus meiner Sicht ist es zu wenig. Populismus, Extremismus, mal mehr, mal weniger, wortmächtig, ich sage mal nur, zu brandmarken. Demokraten müssen diesen Phänomenen, meine ich, den Boden entziehen. Wir müssen Ursachen dafür auf den Grund gehen. Und das geschieht am besten durch eine lösungsorientierte Politik. Das wird nicht alles lösen, aber ein Teil, meine ich, schon. Und auch gerade für die hohen Wähleranteile, auch in meinem Land, in Thüringen. Und da können Sie nicht auf Dauer gegenüber einem Drittel der Bevölkerung, so sind die Umfragen, wir haben im Moment 32%, der Wählerinnen und Wähler sozusagen in einer Art Dauerbashing verfallen. Damit gewinnen Sie niemanden zurück. Allein mit Ansprache und erhobenen Zeigefinger. Die ändern kein Wahlverhalten. Das ist meine Erfahrung, und deswegen, ich versuche es vielleicht auch, weil mein Metier ja als Pastorin ein dialogisches ist und dem Gegenüber möglichst auf Augenhöhe begegnen zu wollen, was kann man tun? Und da habe ich drei Punkte, die ich jetzt kurz ansprechen möchte. Zunächst einmal auch mit Optimismus. Heinrich Heine formuliert ja am Ende seines Nachtgedichts, denke ich an Deutschland, aber mit dem Ausgang hoffnungsvoll. Es kommt ein Weib schön wie der Morgen und lächelt fort die deutschen Sorgen. Mag sein, natürlich, Heinrich Heine, dieser Spötter, dass eine Portion der ihm eigenen Ironie mitschwingt, aber trotzdem mag ich diesen Schluss. Denn er lässt Raum für Weite und für Neues. Und da möchte ich doch einfach kräftig zupacken. Und deswegen in aller Kürze, wir brauchen, meine ich, eine demokratische Debattenkultur auf Augenhöhe. Mir ist das schon ziemlich, ja, hat mich sehr betroffen gemacht, zumal, weil es auch in Thüringen stattgefunden hat. Ein Demokrat, zweifelsfreier Demokrat wie Konstantin Schreiber, Tagesschausprecher, ist in der Universität Jena in meinem Heimatland, kriegt eine Torte ins Gesicht geschlagen. Aber das war für ihn nicht mal das Schlimmste. Und ich stimme ihm dazu. Damit ist er sehr souverän umgegangen. Aber wie lange es gebraucht hat, dass sich Verantwortliche der Hochschule, des Veranstalters dazu verhalten, Solidarität üben, das verurteilen und für den freien Diskurs in unserer Gesellschaft einstehen, das hat mich dann schon betroffen gemacht. Und dann seinen Satz, sicher will er auch wachrütteln damit, aber was heißt das schon, dass er zu einem Thema, was für ihn ein Lebensthema war, und zwar mit Empathie, mit Expertise, jemand, der in arabischen Ländern gelebt hat, der in Syrien gelebt hat, der die Sprache spricht, der den Deutschen Fernsehpreis, den Grimme-Preis für Willkommenskultur 2015/16 bekommen hat für eine deutsch-arabische Sendung, jetzt sagt, aufgrund dieser Bedrohung, die er erlebt, er äußert sich nicht mehr zu diesem Thema und setzt dann dazu, ob das, gemeint sein Schweigen, ein Gewinn für die Meinungsfreiheit und für den Journalismus ist, ist eine andere Frage. Und ich finde, das muss aufrütteln. Zumindest müssen wir uns selbst auch kritisch befragen. Nicht alleine lassen. Zivilcourage zeigen, Gesicht zeigen und sagen, auch das geht nicht. Ein zweites. Es gibt ein bekanntes Sprichwort, und da komme ich auch ein bisschen auf Ihr Grußwort zurück, Herr Oberbürgermeister, was mich am praktischen Beispiel immer wieder überzeugt. Sag es mir,
und ich werde es vergessen. Zeig es mir, ich werde mich erinnern, aber beteilige mich und ich werde verstehen. Ich meine, Beteiligung, Partizipation sind ganz zentrale Stichworte für unsere Demokratie. Die Mehrheit der Menschen will beteiligt sein. Und das ist 1989 so kulminierte. Es gab viele Punkte, aber einer war auch, dass die DDR-Oberen sich permanent weigerten, Beteiligung zuzulassen. Beteilige mich. Ich selbst bin Mitglied als Thüringerin in einem Fachbeirat des sächsischen Justizministeriums, heißt dort auch Justizministerium, für Beteiligung, für Bürgerbeteiligung, Gesellschaft, Bürgerprojekte. Da gibt es kommunal, da gibt es Zivilgesellschaft, tolle Erfahrungen. Und wer diese Erfahrung macht, wer aktiv eine Aufgabe macht, wer mitmacht, der steht auch eher aktiv für die Demokratie ein als und für ihre Verächtlichmacher, weil es positive Erfahrungen gibt. Also beteilige mich. Und das Dritte, eine Bringschuld, die ich allerdings auch bei unserer, ja, in unserer staatlichen Ordnung sehe. Und das betrifft nicht nur die öffentliche Daseinsvorsorge, die äußere Sicherheit, Bildung, Bildung und nochmals Bildung, ja, da gibt es staatliche Aufgaben, sondern auch bei dem Schutz für die kleine Einheit. Wer aus gutem Grund im Subsidiaritätsprinzip verankert ist. Papst Pius XI. Damals hat nicht zufällig am Vorabend der schlimmen Diktaturen des 20. Jahrhunderts, nämlich 1931, in seiner Enzyklika quasi Quadragesimo Anno, die kleine Einheit, Eigenverantwortung in Familie, gemeindliche Ebene, wir sagen heute auch in der Zivilgesellschaft, im Ehrenamt, ins Gedächtnis gerufen. Und die klassische Definition, was der Einzelmensch leisten kann, was die kleine Einheit leisten kann, darf ihm eine höhere Ebene nicht entziehen. Und Oswald von Hellbräuning hat es dann so auf den Punkt gebracht, die entscheidende Frage war, ob die Tätigkeit einer Gesellschaft hilfreicher Beistand für ihre Glieder ist oder die Glieder nur belästigt. Und deswegen stehe ich so dafür, dass wir diesen Schutz auch gegenüber freien Trägern, manchmal auch für Kommunale vielleicht nicht ganz einfach, aber trotzdem, es hat etwas Widerständiges auch gegen mögliche Übergriffigkeiten. Und ich werde manchmal den Verdacht nicht los, bei so vielen Richtlinien und Verordnungen, die vorgeben sozusagen das Selbstbewusstsein oder die Selbstbestimmung des Bürgers zu gewährleisten, dass sie nicht nur ins Leere laufen, sondern oft das glatte Gegenteil erreichen. Bei Dokumentationspflichten wirklich für alles und jedes, bis inzwischen in den privaten Bereich hinein. Oder anonyme Meldestellen über zwar strafrechtlich nicht zu ahnende, aber gesellschaftlich vielleicht zu ächtende Gedanken. Ich halte das im Sinne einer mündigen, einer aktiven und um das gesellschaftliche Zusammenhalt leben, sich bemühten Bürgergesellschaft nicht für gut. Denn mit all diesen sicherlich gut gemeinten, aber aus meiner Sicht nicht zielführenden Maßnahmen geschieht vor allem eines. Sie untergraben Vertrauen im Umgang der Menschen miteinander. Und Vertrauen war und ist für mich in der Politik unverzichtbar. Und zwar, bei mir war es immer in folgender Reihenfolge, ist vielleicht auch mit meiner Herkunft verbunden. Wenn ich möchte, dass die Menschen mir, wenn sie mir als Politikerin vertrauen, dann muss ich als Politikerin zuerst den Menschen als meinem Gegenüber vertrauen. Und ich finde, da ist im Moment auch viel Luft nach oben in unserem Land. Also ich empfehle uns nachträglich, für das Vertrauen in die kleine Einheit zu werben und damit aufzuhören, die Menschen ständig ja mit Belegen behördlichen oder auch politischen Misstrauens zu konfrontieren. Und nun zum Schluss knüpfe ich daran an, zu den eindrücklichsten Begegnungen meiner Zeit als Thüringer Ministerpräsidentin gehört der Besuch von Papst Benedikt XVI. Im September 2011. Er hielt damals eine Rede im Deutschen Bundestag, besuchte im Anschluss Thüringen und dann Freiburg im Breisgau, und von seinen damaligen Wünschen an Politikerinnen und Politiker ist mir einer ganz besonders in Erinnerung geblieben, nämlich in Anlehnung an das Alte Testament, König Salomo.
die hörenden Herzen. Er wünschte den verantwortlichen Politikerinnen und Politikern hörende Herzen. Wir kennen den Spruch von Saint-Exupéry, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und dann finde ich es schon für mich, ja, ich habe mich gefreut. Ein bekannter Soziologe in unserem Land, ist auch in Erfurt tätig, als Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt, Hartmut Rosa, spricht davon, dass unsere Demokratie Stimmen, Ohren und hörende Herzen erfordere. Er begründet das in seinem Buch, was übrigens auch den Titel trägt, Demokratie braucht Religion, mit einem, so Rosa, eigentümlichen Resonanzverhältnis. Und wagt Gedankenspiele, was geschieht, wenn das Ideenreservoir Jahrtausende alter Religion in einer hochmodernen Gesellschaft verloren geht. Und diese Idee, meine sehr verehrten Damen und Herren, hatte auch in einem etwas anderen Zusammenhang schon der Stichwortgeber unserer heutigen Veranstaltung, denke ich an Deutschland, Heinrich Heine. In seinem Werk zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland schrieb Heine 1834 so wörtlich, das Christentum, und das ist sein schönstes Verdienst, hat jene brutale germanische Kampflust einigermaßen besänftigt, konnte sie jedoch nicht zerstören. Wenn eines der zähmende Talisman, das Kreuz, zerbricht, dann rasselt wieder empor die Wildheit der alten Kämpfer, die unsinnige Berserkerwut. Genau das haben uns die verheerenden Großideologien des 20. Jahrhunderts bitter gelehrt. In seinem Vorwort zum Buch von Hartmut Rosa, immerhin Gregor Gysi, spricht mit Gregor Gysi jemand, der selbst sagt, er glaubt nicht an Gott, aber er spricht vom befreienden Gehalt religiöser Ideen, der nicht verloren gehen dürfe, und stellt sich ganz an die Seite Rosas und dessen Plädoyer für die Notwendigkeit von Religion als Voraussetzung zum Gelingen von Demokratie. Denn Demokratie lebt davon, dass der wechselseitige Resonanzrahmen oder von der wechselseitigen Resonanz ihrer Akteure, dazu braucht es eben Stimmen und Ohren und, jetzt wörtlich Rosa, eben dieses hörende Herz, das die anderen hören und ihnen antworten will. Und weiter, wörtliches Zitat, der andere soll eben gerade nicht sein Maul halten, weil er sowieso ein Volksverräter oder ein Idiot oder sonst was ist. Es geht darum, nicht nur uns selbst, sondern mit uns auch unsere Demokratie herauszuholen aus dem Aggressionsmodus, wie Rosa die gegenwärtige Lage beschreibt. In der Religion sieht Rosa dafür jahrtausendelang bewährte Praktiken und weite Horizonte in Raum und Zeit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Tat, für die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes, haben wir nächstes Jahr auch wieder Jubiläum, war es nach den verheerenden, nicht nur materiellen, sondern auch geistigen Trümmern, die die nationalsozialistische Barbarei hinterlassen hatte, nicht nur eine Floskel, sondern tiefe, vom Glauben an Gott und Demut getragene Überzeugung, nicht nur in der Verantwortung gegenüber den Menschen, sondern auch in der Verantwortung vor Gott, wie es in der Präambel unseres Grundgesetzes heißt, zu stehen. Ich finde, über diese Fragen wieder verstärkt nachzudenken, darüber miteinander ins Gespräch zu kommen, gemeinsame Initiativen zu starten, das fände ich sehr lohnenswert. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen wir uns dabei leiten von dem großen Glück und bleibender Dankbarkeit, dass sich unser Volk und unser Land vor 33 Jahren ohne Waffen und ohne Blutvergießen, sondern in Frieden und Freiheit wiedervereinen konnten. Ich danke Ihnen.
eindrucksvollen Rede von Christine Lieberknecht und dem reinigenden Kurs möchte ich nun in die Diskussion einsteigen und die Fragen, wo steht unsere Demokratie aktuell, näher beleuchten. Ich freue mich, in die Diskussion gleich zwei renommierte Experten im Altarum begrüßen zu können und gemeinsam werden wir insbesondere folgende Fragestellungen erörtern. Wie ist der Status der Demokratie sowie der gesellschaftlichen Kultur in Deutschland? Welche Kernherausforderungen unserer Demokratie gibt es und was haben wir, um diesen Herausforderungen zu begegnen? Einiges ist ja schon in der Rede von Frau Lieberknecht angeklungen, beziehungsweise hat sie schon deutlich gesagt, einiges wird gleich auch kommen. Wir werden bei dieser Erörterung auch unterschiedliche Auffassungen haben, aber das ist doch gut so. Gerade die fundierte Auseinandersetzung mit den Argumenten des anderen ist ein zentraler Bestandteil des demokratischen Diskurses. Und ich kann Ihnen versprechen, wir werden Antworten finden. Vielleicht nicht für jedes Thema, aber doch mehr als für die Einführung der Fernsehvorstellung unseres Abends. Unsere Rednerinnen und Diskutantin Christine Lieberknecht haben es bereits kennengelernt. Unsere zweite Diskutantin, Professor Dr. Gudrun Deichhoff, möchte ich Ihnen kurz vorstellen und Sie anschließend um ein Eingangsstatement bitten, dass uns weitere Zuhörer in die Diskussion geben. Nicole Deichhoff ist Professorin für internationale Beziehungen und Theorie globaler Ordnungspolitik an der Goethe-Universität Frankfurt und Geschäftsführerin des Vorstandsmitglied am Peace and Research. Ihre Arbeit wurde im Mai 2023 mit der Löwe-Spitzenprofessur des Landes Hessen ausgezeichnet, ein deutlicher Beweis dafür, wie hochwertig ihre wissenschaftliche und auch Wertigkeit ist. Ihre Lehr- und Forschungsschwerpunkte umfassen Konflikte und Institutionen und Normen, Grundlagen politischer Herrschaft sowie Widerstands- und Protestphänomene mit einem Schwerpunkt auf soziale Bewegung und Radikalisierung. Diese Expertise bringt Nicole Deichhoff bei der Analyse von konfliktträchtiger Entwicklung ein. Eines ihrer Markenzeichen ist es, ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse einem breiten Publikum zugänglich zu machen, auch in Nachrichtensendungen und politischen Gesprächsformaten. Liebe Frau Deichhoff, ich freue mich sehr, dass Sie heute mit uns diskutieren werden und auf Ihr Eingangsstatement zu Denke ich an Deutschland. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ist es an? Ist an. Wunderbar. Dann danke ich nochmal jetzt für die Einladung. Ich habe auch gar nicht mehr so viel beizutragen, weil ich glaube, dass wir von Frau Lieberknecht schon die wesentlichen Probleme, Merkmale und vielleicht auch ein paar der Lösungsstrategien, das klingt besser, gehört haben. Ja, lassen Sie uns vielleicht nochmal bei Heinrich Heine anfangen und natürlich die Frage, wie steht es denn heute, wenn wir an die berühmtesten Zeilen seines Gedichtes denken? Sind wir immer noch um den Schlaf gebracht? Denken wir an Deutschland in der Nacht, wie er das so schön formuliert hat? Und ich glaube, zumindest werden wir keinen ruhigen Schlaf finden. Es ist ein unruhiger Schlaf, der uns da begleitet, dieser Tage. Und das ist vielleicht auch nicht schlecht. Frau Lieberknecht hat so schön gesagt, Demokratie sei keine Schlafwagenveranstaltung. Das würde ich unterschreiben, sondern sie hat eher was mit einem sehr rumpeligen Geländewagen ohne Federung zu tun. Und genau darum geht es. Warum ist es gerade so rumpelig? Und ich glaube, da gibt es mindestens drei Dinge, auf die wir schauen sollten. Das eine ist, und auch das klang schon an, wir erleben einen Vertrauensverlust in die politischen Institutionen in diesem Land, also in die Institutionen der Demokratie. Und das geht durchs ganze Land, aber wir sehen natürlich auch regional nochmal Verschärfungen. In den ostdeutschen Bundesländern ist das Vertrauen stärker gesunken als in den westdeutschen, aber es ist nicht nur auf den Osten beschränkt. Und das Vertrauen ist umso geringer, je geringer der Bildungsgrad und je geringer die Schicht ist, also der sozioökonomische Hintergrund, aus dem man kommt. Das erleben wir. Das ist keine Momentaufnahme, sondern das ist eine Entwicklung, die wir seit ungefähr 2015 beobachten. Nach wie vor
ist die Mehrheit, die übergroße Mehrheit der deutschen Bürgerinnen und Bürger davon überzeugt, dass die Demokratie die beste Regierungsform ist, die sie sich denken können. Das Ideal der Demokratie ist nach wie vor weithin anerkannt. Was aber seit 2015, 2016 passiert ist, wenn wir die Frage ein bisschen anders stellen, dann gehen die Werte plötzlich runter. Wenn wir nämlich danach fragen, wie zufrieden sind Sie mit der realen Demokratie, in der Sie leben, also mit den Institutionen, die real existieren, dann sehen wir, dass die Zufriedenheitswerte runtergehen und dann sehen wir, dass die Vertrauenswerte schwinden. Das heißt, die Menschen fühlen die Demokratie nach wie vor bewundernswert. Sie haben aber den Eindruck, dass die Demokratie, in der sie leben, diese Bewunderung nicht in gleichem Maße verdient. Und da muss man ran. Das Zweite, was wir ebenfalls erleben, ist, dass die Kommunikation leidet. Die Auseinandersetzung, die Debatte in der Demokratie. Und zum einen sehen wir, dass Menschen immer weniger über die Grenzen ihres sozialen Umfeldes hinweg miteinander kommunizieren wollen. Das heißt, man ist in seiner Blase, und ich rede jetzt gar nicht über ein soziales Netzwerk, sondern ich rede über die Nachbarschaftsblase, die Blase ihrer Arbeitskolleginnen und Kollegen. Dort wird nach wie vor viel miteinander kommuniziert, aber zwischen diesen unterschiedlichen Blasen, da sinkt die Kommunikation immer weiter ab. Man redet übereinander, aber nicht mehr miteinander. Das erklärt im Übrigen auch, warum Menschen, wenn sie über ihr eigenes Umfeld gefragt werden, immer sagen, der Zusammenhalt ist total gut, die Solidarität ist da, alles wunderbar. Fragt man sie aber, wie sieht es denn woanders aus? Wie sieht es denn mit dem Zusammenhalt in Deutschland insgesamt aus? Dann haben alle den Eindruck, der Zusammenhalt ist extrem gefährdet. Daran liegt es, weil sie nicht mehr miteinander sprechen, sondern nur noch übereinander. Und da ist das Gefühl, bei mir ist alles wunderbar und da drüben ist alles ganz, ganz gefährlich. Das andere ist, dass wir diese Verrohung erleben. Der Aggressionsmodus oder der Kampfmodus, könnte man auch sagen. Also wenn man miteinander in die Auseinandersetzung tritt, dann ist man nicht mehr unbedingt am Argument des Gegenübers interessiert, sondern vor allen Dingen daran, das abzuwehren, wenn es nicht zu meinen eigenen Vornamen schon trifft. Das Argument ist da nicht schlecht, sondern das Gegenüber ist schlecht. Und das erleben wir in den gegenwärtigen politischen Debatten. Und es ist nicht nur was wir zwischen Bürgerinnen und Bürgern erleben. Es ist nicht nur etwas, was wir in den sozialen Medien erleben. Es ist etwas, was wir auch in der politischen Klasse dieses Landes erleben. Und zwar verstärkt. Und auch das ist ein Grundproblem. Die Kommunikation in diesem Land funktioniert momentan nicht so, wie es sich für eine Demokratie gehört. Und dann kommt ein dritter Aspekt dazu, den haben wir auch schon gehört, aber ist mir wichtig, deswegen will ich ihn nochmal unterstreichen. Und das ist die Angst vor der Zukunft. In den 70er Jahren hat in diesem Land mehr als 80% ist davon ausgegangen, dass die Zukunft besser wird, als die Gegenwart ist. Dass es etwas zu hoffen gibt in der Zukunft, etwas zu erreichen gibt. Momentan ist es so, dass weniger als 20% glauben, dass es etwas in der Zukunft zu erreichen gibt. Dass es also besser wird als die Gegenwart. Und auch das ist ein Problem, wenn Menschen mit Sorge in die Zukunft gucken. Wenn sie glauben, dass sie nicht mehr gestalten können und etwas gewinnen können, sondern nur noch etwas zu verlieren drohen, ist das problematisch. Vor allen Dingen ist die Mischung dieser drei Elemente problematisch. Demokratie lebt von zwei Dingen, die eng aufeinander bezogen sind. Das eine ist die Bereitschaft, uns als Gleichberechtigte anzuerkennen, die miteinander sich in Auseinandersetzungen begeben, um zu ringen darum, was sind die besten Antworten auf die Probleme unserer Zeit. Wie wollen wir unser Zusammenleben zukünftig gestalten? Die Bereitschaft, das zu machen und dabei zu unterliegen, schmerzhafte Kompromisse eingehen zu müssen, die ist davon abhängig, dass wir plausibel annehmen können, dass es etwas zu gestalten gibt. Dass also unser Ringen auch irgendwie Wirkung in der Zukunft zeigen wird. Wenn wir das nicht mehr glauben, wenn wir nicht mehr glauben, dass unsere Zukunft positiv durch uns auch mitgestaltbar ist, dann sind wir auch nicht mehr bereit, uns auf diese Auseinandersetzung einzulassen. Daher kommt das Getöse und Gebrüll, das wir hören. Daher kommt der Aggressionsmodus durch Angst. Und damit ist das wesentliche Element angesprochen. Ich versuche dann gleich auf die Lösung zu gehen, denn ich glaube, ich bin schon jenseits meiner 5 Minuten. Ich muss jetzt schneller werden. 2 Jahrzehnte Krisen. Es ist nicht nur eine Krise, nicht nur 2 Krisen, sondern wir sind in einer Dauerkrise, die unterschiedliche Gesichter hat. Begonnen mit der Weltfinanzkrise und dann zur europäischen Verschuldungskrise, dem, was wir Fluchtkrise genannt haben. Dann kam die Pandemie, Corona, das uns ja auch nach wie vor ein bisschen begleitet. Dann der Krieg mit der Inflation und den Sorgen vor einer nuklearen... Die hören nichts da hinten. Vor einem,
Ich spreche noch nicht genug ins Mikrofon. Gut, jetzt besser? Alles klar. Also, 2 Jahrzehnte Krise, habe ich gesagt, wir befinden uns in einer Dauerkrise mit unterschiedlichen Gesichtern, Weltfinanz-, europäische Verschuldungskrise, Flucht, Pandemie, Corona, der Krieg und all die Ängste, die damit einhergegangen sind. Es hat nicht nur eine leichte Verunsicherung ausgelöst, da stimme ich Frau Lieberknecht zu, sondern existenzielle Ängste hervorgerufen, die auch seitdem nicht verstummt sind. Und die erklären auch, warum so viele in diesem Land Angst vor der Zukunft haben und nicht mehr glauben, dass sie sie mitgestalten können. Und das ist ein großes Problem. Es macht etwas mit Menschen. Es lässt sie eben zurückgehen. Es lässt sie sich ins Private zurückziehen, in ihre engen Freundeskreise, in denen noch alles gut ist und alles bekannt ist, vertraut ist. Es lässt sie suchen nach einer Vergangenheit, die es so nie gegeben hat, die aber wie diese, Sie kennen das, die Urlaubskarte von vor 50 Jahren, die Sie wiederfinden. Und die Erinnerungen, die Gerüche, die Farben, all das sehen Sie wieder vor sich. Da war in dem Urlaub auch einiges schlecht, aber in Erinnerung war es schön. Und genau das suchen Menschen jetzt wieder, gerade weil es so viel Veränderung gibt. Die Politik reagiert darauf, glaube ich, immer noch falsch. Und auch wir reagieren darauf immer noch falsch. Nämlich mit Passivierung. Was meine ich damit? Politik hat gesagt, wir müssen die Bürger schützen vor all dem Unbill dieser Welt. Das heißt, sie hat Bazookas losgelöst, sie hat Doppelwumse gemacht und sie hat von den blühenden Landschaften gesprochen. Aber all das hat dazu geführt, dass Bürgerinnen und Bürger ein weniger aktiv geworden sind. Es ist wie ein Trostpflaster, das sie auf eine Wunde gebappt haben, die sich nicht schließen will. Aber es ist nicht mehr der Eindruck, da verändert sich was, ich kann das gestalten, sondern da verändert sich gar nichts mehr, ich kann sowieso nichts tun, wenigstens gibt es ein Pflaster. Und aus dieser Debatte müssen wir raus. Wir müssen wieder dahin kommen, und eigentlich müssen wir aus dem Müssen raus, sondern zu dem Wollen, indem wir selber mitgestalten. Und hier sehe ich eine Aufgabe der Kirchen, tatsächlich wieder deutlich zu machen, was Gestaltung bedeutet. Raus aus dem, sie dürfen nicht so und so reden, sie dürfen nicht das und das denken und glauben, sondern wie können wir gemeinsam unser Gemeinwesen in der kleinen Einheit wie auch in der großen gestalten. Und dabei belasse ich es erstmal. Also lassen Sie mich vielleicht mal so rum anfangen. Die internationalen oder alle Krisen eigentlich, die wir erleben, sind nicht mehr hausgemacht, da kann ich das gar nicht halten, sondern es sind Krisen, die aus dem internationalen, aus dem grenzüberschreitenden zu uns kommen. Und dementsprechend müssen sie auch grenzüberschreitend geregelt werden. Das gilt für den Krieg, den wir momentan in der Ukraine erleben, das gilt für die Pandemie wie für alle anderen Krisen auch. Was mir wichtig wäre und was ich glaube, wir noch mehr machen müssen, und ich nehme jetzt das aktuelle Beispiel Krieg in der Ukraine, ist, dass wir ehrlich miteinander sind. Ehrlich machen, was steht eigentlich auf dem Spiel in der Ukraine? Nicht für die Ukraine, das ist auch wichtig, aber auch für uns in Deutschland und in Europa. Was unterstützen wir denn in der Ukraine mit welchen Zielen und was wird es uns kosten? Es bringt doch nicht so zu tun, als würden wir in 6 oder 8 Wochen oder vielleicht zumindest bis Jahresende diesen Krieg in der Ukraine irgendwie erledigt haben und zum Tagesgeschäft übergehen zu können, wenn eigentlich vollkommen klar ist, dass es Jahre dauern wird. Es wird Jahre dauern und es wird kosten. Es wird enorme Kosten haben. Ich glaube, dass wir diese Kosten schultern müssen, wenn wir das europäische Projekt und unsere liberale Demokratie hier erhalten wollen. Aber wir müssen auch ehrlich machen, was es kostet. Wir müssen es eingestehen und darüber reden, was wir bereit sind zu tun. Wenn man das tut, glaube ich, dann hat man eine Chance, tatsächlich offene Diskurse hinzubekommen, die auch wieder mit Respekt geführt werden. Und man wird ein paar auch harte Kompromisse finden müssen. Aber nur so kann man die Grundlagen der Demokratie erhalten. Applaus.
nicht mehr westliche Orientierung? Oder Sie fragen es eben auch in Ihrer Rede an, was ist hier eigentlich deutsch? Eine deutsche Haltung? Ja, es ist natürlich eine, hört man das? Ja. Ja. Es ist natürlich eine sehr komplexe Fragestellung, die, wenn man aus der ehemaligen DDR kommt, ja auch nochmal besonders auch historisch überlagert ist, dass es eigentlich vielleicht weniger eine Affinität zu Russland ist, aber doch ein sehr starker Anti-Amerikanismus. Man hat den Lügengebäuden der SED für das Landesinnere nicht geglaubt, jedenfalls die allermeisten nicht, weil man täglich sah, dass sie in sich zusammenfallen und dass es Lügen sind und der Marxismus ist allmächtig, weil er wahr ist. Ja, da hat man sich geschüttelt und ist zur Tagesordnung übergegangen. Außenpolitisch war das ein bisschen anders. Also auch gerade für die Friedensbewegten. Ich bin ja, die ganzen Friedensdekaden, die richteten sich ja immer NATO-kritisch und Warschauer Pakt kritisch. Und es gab, also bei aller Freude dass, der Wiedervereinigung und dass man auch westlichen Lebensstandard wollte und Demokratie und Freiheit, aber nie eine sonderliche Sympathie für das Militärbündnis. Man muss sich überlegen, wir haben den Atem angehalten, natürlich dieses unglaubliche Glücksgefühl des Falls der Mauer. Aber dann reichten unsere Vorstellungen vielleicht zunächst bis ja, zu einem allenfalls neutralen Deutschland. Und als es dann hieß, ja, der Osten wird auch Teil der NATO, aus dieser kalten Kriegsgeschichte kommen. In den 80er Jahren, wir haben mehr als einmal als Jugendliche in der DDR gestanden, vor der Frage, kommt jetzt der Dritte Weltkrieg? Wir hatten reale Kriegsangst. Kann man jetzt viele Ursachen, die das gespeist haben, nennen. Und deswegen sind Menschen in der ehemaligen DDR nie wirklich, sagen wir, warm geworden mit der NATO. Es sagt einem zwar der Verstand, und wir hoffen jetzt auch, dass die NATO uns mit beschützt, weil wir jetzt sehen, wie schwierig es auch mit unserer eigenen Verteidigungsfähigkeit ist, aber das ist alles kein Herzensprojekt. Und dazu kommt letztlich, dass es ja auch in der alten Bundesrepublik über Jahre umstritten war. Adenauer hat sich durchgesetzt mit der Westintegration, hat sich durchgesetzt mit der Wiederbewaffnung. Aber das war ja auch im Westen alles andere als einhellig. Gab es auch damals Spaltungen aus der CDU heraus, die den Kurs nie mitgetragen haben. Und diesen, sagen wir mal, in dem Fall Antikurs zur NATO, den halte ich für ausschlaggebender als die Tatsache, dass man den Putin vielleicht unterschätzt oder irgendwie sagt, es ist da so viel in der Geschichte auch passiert. Die Geschichte ist nie schwarz oder weiß. Also ich glaube, so mit den Schwarz-Weiß-Mustern ist es schwierig, da zu argumentieren. Und deswegen haben wir da einfach eine andere Situation, die man über den Verstand lösen kann. Aber tief im Inneren schwingt halt doch noch anderes auch mit. Ja, vielleicht nur ganz kurz. Also ich glaube, das ist ein wesentliches Element, das ist eben schon von einfach feindliche Blöcke gab und diese Vorstellung sehr präsent war und dementsprechend man eben auch annahm, dass wenn der Ostblock fällt, dann eben sozusagen auch der Westblock und das hieß die NATO im Grunde genommen obsolet wäre. Das ist nie passiert. Das andere, was ich zumindest mal interessant finde, ist, dass zugleich wir in den östlichen Bundesländern schon erleben, dass viel mehr eine Vorstellung da ist von einem unüberwindlichen Russland. Also schon die Idee, dass man Russland besiegen könnte, gilt als eine Illusion. Ja. Und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, wenn man verstehen will, warum wir so eine starke Kompromissorientierung, Dialogbereitschaft vielleicht im Osten sehen oder warum auf ein Ende der Sanktionen gedrängt wird, so nach dem Motto, es wird ohnehin nichts bringen. Am Ende stehen wir im Dritten Weltkrieg und bei nichts anderem. Und es ist ja auch insgesamt für die Qualität der Debatte, das muss man ja auch mal sagen, die ist ja zum Teil unterirdisch, wo es eigentlich nur zwei Positionen gibt. Das eine ist, wir unterstützen die Ukraine mit allem, was wir haben und es gibt kein Risiko jedweder Art. Und das andere ist, wir dürfen das auf keinen Fall riskieren, weil das Risiko unabweisbar ist und in eine Realität umschlagen wird, nämlich in einen Dritten Weltkrieg. Und dazwischen scheint es so häufig nicht zu geben. Tatsächlich, wenn man sich anschaut, wie dieser Krieg verläuft und wie wir darin agieren, sieht man natürlich, dass es eigentlich ein sehr viel differenzierteres Vorgehen gibt. Danke. Schauen wir nach Deutschland jetzt auf und bleiben bei dem Thema Debatte, Pluralismus. Pluralismus ist ja ein unverzichtbares Merkmal der Demokratie und äußert sich eben in der Freiheit.
Beispiel durch das Demonstrationsrecht, aber auch den gegenseitigen Respekt für unterschiedliche Standpunkte. Sie sagen zum Beispiel von einem Streit ist konstruktiv für die Zukunft der Demokratie. Auf der anderen Seite erleben wir heute zunehmend neue und krasse Formen. Sie kennen alle die Bezeichnungen, die von verschiedenen Zeitungen genutzt werden, jetzt für Klima oder sonstige Themen. Was mich interessieren würde, haben wir verlernt, anstatt zu streiten? Und zweitens, nutzen populistische Meinungsführer diese Schwäche aus und spielen dann die politischen Entscheidungsträger aus? Zu den Fragen zurück. Ich glaube, das eine ist, die Politiker lassen sich auch ganz gerne gegeneinander ausspielen. Ich sehe da nicht so viel Resilienz, ehrlich gesagt. Das zweite ist, und um nochmal anzuknüpfen, Angst und auch Krisen generell, die mit Angst und Unsicherheit einhergehen, sind ein sehr, sehr schwieriger Boden, um miteinander fruchtbar zu streiten. Und das alles kennen Sie auch aus dem Privaten. Wenn Sie unter Angst und Unsicherheit miteinander streiten und ringen, funktioniert das nicht besonders gut. Dann rutscht man schnell in eine persönliche Ebene ab, beziehungsweise in eine, wo man den anderen einfach zurückstößt und in der Sicherheit des eigenen Meinungsbildes drin bleiben möchte. Und das ist das Problem, das wir haben. Also wir haben nicht unbedingt verlernt, anständig miteinander zu streiten, sondern wir leben in Zeiten, in denen es sehr schwierig ist, uns an unseren Anstand zu halten, wenn man so will, wo die Neigung, da rauszugehen, aus dem gesunden Streiten einfach sehr groß ist. Da müssen wir also ran. Wir müssen sozusagen wieder mehr Freude, mehr Leidenschaft entwickeln. Ich hatte mir vorhin lauter Stichworte gemacht, es ging um Müssen, um Verantwortlichkeit, die wir haben. Und das sind alles wichtige Begriffe. Aber ich würde gerne mehr über Leidenschaft sprechen, über die Freiheit zu streiten und das Wollen, also wiederum das aktive Gestalten. Das hat auch tatsächlich was mit Mentalitäten zu tun und nicht nur mit strukturellen Ursachen und so weiter. Frau Lieberknecht, schauen wir nochmal nach Thüringen. Nach aktuellen Wahlumfragen, Sie haben es gesagt, stabilisiert sich die dortige AfD deutlich stärkste Partei. Auch haben die oppositionellen Fraktionen von CDU und AfD einen wichtigen Beschluss herbeigeführt. Viele sehen darin ein Tabubruch und ein einreißender Brand. Wie können Demokraten damit umgehen? Und ja, Sie haben schon gesagt, Dauerbashing ist es nicht. Das wird nicht zu viel führen. Aber welches Verhalten ist richtig? Sie haben ein paar Aspekte genannt, vielleicht können Sie nochmal die aus Ihrer Sicht wichtigsten hervorheben. Ja. Also ich glaube, es ist wichtig, dass demokratische Parteien vor allen Dingen erstmal ihre eigenen Politikansätze, ihre eigene Agenda kommunizieren müssen und nicht immer gleich nach rechts und links schauen, sondern ich muss selber eine Position haben und für diese Position muss ich mich einsetzen. Nun haben wir in Thüringen etwas, das ist selten, beziehungsweise wir haben einen Landtag, in dem hat die Linke auf der einen Seite, die auch den Regierungschef einer Minderheitenregierung stellt, und die AfD zusammen eine Mehrheit im Parlament. Und die CDU hat ja auch den ihnen allen bekannten Grundsatz, nicht mit der Linken und nicht mit der AfD. Sie sieht also beide Seiten, muss sich aber staatspolitisch natürlich verhalten. Und zwischen Linker und der AfD haben wir die CDU, haben wir eine schon sehr nur noch einstellig marginalisierte SPD, wir haben die FDP und wir haben die Grünen. Und die ganze mediale Debatte, die läuft im Grunde, wenn ihr nicht Höcke wollt, wir haben nun auch noch den Höcke als wirklich äußerste rechte, rechtsextreme Führungsperson, in der AfD, wenn ihr den nicht wollt, dann müsst ihr Bodo Ramelow von der Linken wählen. Und alle, die damit Schwierigkeiten haben, die sagen dann, ja, also wenn Ramelow geht für uns nicht, dann müsst ihr Höcke wählen. Aber ich lege wirklich die Hand dafür ins Feuer. In Sonnenberg habe ich es nicht gemacht, da habe ich die Gefahr kommen sehen. Aber für die Landtagswahl lege ich die Hand ins Feuer. Björn Höcke wird nie Ministerpräsident Thüringens werden, der wird nie Ministerpräsident werden, der wird auch nie in Regierungsverantwortung kommen, weil er ganz logisch im Parlament gewählt werden müsste
und eine absolute Mehrheit, die sehe ich nun bei allen Sympathien, die es da gibt für die AfD, wirklich nicht. Aber dieses mediale Spiel, entweder Höcke oder Ramelow, und alle Demokraten, die Höcke nicht wollen, müssen Ramelow wählen, und alle, die nicht wollen, was bisher ist, müssen Höcke wählen, sozusagen, marginalisiert natürlich zusätzlich diejenigen, die in der Mitte stehen, mit CDU, mit SPD, mit FDP und mit Grünen. Und aus diesem Spiel muss man rauskommen. Und jetzt in diesem konkreten Fall, das will ich hier schon mal sagen, also es hätte nie so weit kommen dürfen, meine ich, absolut. Da muss es im Vorfeld Mechanismen geben. Ich habe immer sehr fraktionenübergreifend gearbeitet. War ja mal Parlamentspräsidentin, da hat man das so sozusagen im Gehen. Dann war ich Fraktionsvorsitzende, hatte große Manschetten, wie wird das jetzt mit diesen auch Auseinandersetzungen an vorderster Front. Aber es war immer in Ansehung, dass ich damals viele fraktionenübergreifende Kompromisse hingekriegt habe. Wenn die CDU einen Antrag, den man in der Sache gut begründen kann, einen Sachantrag, vor über einem Jahr ins Parlament eingebracht hat, Ausschussberatungen dazu angesetzt waren, mehrfach, dann muss ich auch als Minderheitenregierung irgendwie mal über meinen Schatten springen und Angebote machen. Ich habe eine Minderheitenregierung, die ist darauf angewiesen, auf Tolerierung bei den Haushalten, klappt das am Ende auch der CDU, und ich muss auch den anderen demokratischen Fraktionen, wenn sie in der Opposition sind, dann auch mal was zugestehen. Und die CDU kann sich mit Verlaub auch nicht permanent dann im Nasenring durchs Parlament ziehen lassen, ihre eigenen Anträge im Grunde auf Eis und irgendwann der Diskontinuität verfallen lassen. Und dann hat sie diesen Antrag im Parlament gestellt. Und dazu braucht es keine Absprache mit der AfD. Man musste natürlich, die wird zustimmen, da muss man nicht drüber reden. Und die FDP, und dann ist dieser Antrag gelaufen. Wie gesagt, es ist keine schöne Geschichte, aber ich finde es nachvollziehbar. Und für mich ist die rote Linie absolut da. Rassistische Inhalte, völkische Inhalte, das geht natürlich überhaupt nicht. Aber es muss eine Möglichkeit geben, dass eine der demokratischen Fraktionen und auch eine Fraktion, die in existenziellen Fragen auch die Minderheitenregierung toleriert, auch ihr eigenes Profil zeigt und ganz deutlich sagt, wo sie steht. Und also man darf sich auch nicht von der AfD praktisch diktieren lassen, welche Themen man nicht bringt, weil man weiß, dass sie zustimmt. Und ich finde, wir müssen einfach da mehr Selbstbewusstsein haben und dann auch mit Rückgrat zu dem stehen, wie man handelt, und das erklären. Ja, Selbstbewusstsein ist eine Kunst, der Kultur wird ja auch, Teil der Kunst ist ja auch der Artikel 5 des Grundgesetzes geschützt. Aber gerade dort haben in den letzten 12 Monaten zwei prominente Fälle von Antisemitismus zu beobachten. Einmal bei der Dokumenta in Kassel und jüngst in der Bundeskunsthalle. Beide haben sie untersucht. Wie kritisch halten Sie die Funde in Bezug auf die Beurteilung von der Verantwortung von Kunst oder Kunstmachern? Dürfen Sie das? Die einfache Antwort ist: Kunst darf alles. Nein, es gibt gute Gründe, dass wir die Freiheit der Kunst so explizit geschützt haben im Grundgesetz. Und das gilt es auch zu verteidigen. Die Kunst soll imitieren, sie soll uns aufmerksam machen, sie soll uns einladen, ja sogar nötigen, dass wir uns immer wieder über die Grundlagen auch gesellschaftlichen Zusammenlebens klar werden. Und bei allem, was man über die Dokumenta sagen kann, und in der Tat, ich habe das Gremium geleitet, das sich damit beschäftigt hat, das hat sie getan. Sie war eigentlich wie so eine Art Wegweiser. Sie hat deutlich gemacht, dass es Probleme gibt. Sie hat deutlich gemacht, dass Antisemitismus in diesem Land nicht mehr einfach so automatisch geächtet ist, sondern dass es etwas ist, was wieder vorkommt. Dass es etwas ist, und das sehen wir auch in den Kriminalstatistiken, das zugenommen hat. Angriffe, Übergriffe auf jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Darauf hat diese Dokumente aufmerksam gemacht und sie hat uns gezwungen, uns dem zu stellen und darüber zu diskutieren. Das ist die positive Seite des Ganzen. Die negative ist, dass es überhaupt so weit kommen konnte, dass wir explizite Kunstwerte mit explizitem antisemitischem Gehalt gesehen haben und dass sie auch nicht beendet wurden, als man das gesehen hat. Und zwar nicht die Dokumenta, sondern eher die Frage, wie man so etwas präsentiert.
Da sehen wir, dass wir gar nicht eingeübt haben, wie man eigentlich mit diesen kontroversen Inhalten umgeht. Wir haben keine Mechanismen tatsächlich an der Hand. Was macht man denn, wenn es dazu kommt? Was sind denn Verfahren, die wir auflegen können? Und da ist Kassel momentan dran. Da habe ich das ja nun sehr genau verfolgt. Man versucht jetzt neue Formen auch des Miteinanders zwischen öffentlicher Verantwortung, da haben wir sie wieder, und der Freiheit der Kunst zu finden. Also sich tatsächlich zwischen künstlerischer Leitung und kaufmännischer Leitung ein Verfahren zu geben, wie man mit solchen Konflikten umgehen kann. Und darum geht es. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, auch nicht Bundeskunstamt, da haben wir das nächste. Auch das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Es wird auch zukünftig wieder vorkommen, dass wir Kunstwerke sehen werden, die antisemitische Gehalte haben. Das werden wir nicht verhindern können, wenn uns die Kunstfreiheit im Herzen liegt. Aber wir werden vielleicht zukünftig eher in der Lage sein, das erstens zu entdecken, zweitens offen zu diskutieren und drittens einen demokratischen Weg finden, wie wir damit umgehen können. Und darauf kommt es, glaube ich, an. Ja. Also es gibt eine ganz alte Geschichte dazu, die sich mir tief eingeprägt hat. Ich bin lutherische Theologin. Als Martin Luther auf der Wartburg, jetzt 500 Jahre her, saß und in Wittenberg begann die Bilderstürmerei, ist er von der Wartburg unter Gefahr für Leib und Leben nach Wittenberg geeilt, um dort zu sagen, Schluss mit dieser Bilderstürmerei. Ein Bild kann gut sein, ein Bild kann schlecht sein. Entscheidend ist, was du im Herzen hast. Und entscheidend ist letztlich Bildung, Bildung und nochmals Bildung, damit dann auch Melanchthon. Man muss sich damit auseinandersetzen. Einfach verschwinden lassen ist keine Lösung. Und Kunst ist immer Seismograf, das stimmt, Problemanzeige. Aber dieser lutherische Einsatz gegen Bilderstürmerei, weil ein Bild gut oder schlecht, entscheidend ist, dass du es bewerten kannst und dass du ein Herz hast, damit umzugehen. Und das, finde ich, gilt auch nach 500 Jahren noch. Herz ist ein gutes Stichwort. Sie haben in Ihrer Rede mehrfach die Stärkung von Resilienz und Zuversicht für Freiheit und Demokratie angemahnt und dabei auch den schönen Satz oder das Zitat gebracht: Demokratie braucht Religion. 1848, 1948 und 1989 waren es gläubige Christen, die die demokratische Entwicklung maßgeblich gefördert haben. Und daher möchte ich Sie fragen, inwiefern können Glaube und Demokratie Hand in Hand gehen und auch das Handeln von Politik und den Umgang miteinander leiten? Ja, Glaube ist ja immer etwas Dialogisches. Ich bin in Zwiesprache mit Gott. Ich bin in Zwiesprache im Gebet. Ich bin bereit zu hören, im Grunde das, was ich auch in der Rede gesagt habe. Und das hat auch Konsequenzen für das Miteinander. Wir haben im Thüringischen Landtag immer eine ökumenische Morgenandacht gehabt. Im Übrigen, die beiden häufigsten Besucher, solange ich noch im Landtag war, waren Bodo Ramelow und war ich, als evangelische Christen. Und ich sage immer, wer morgens zusammen betet, geht auch am Tag anders miteinander um. Und ist jedenfalls mein Anspruch an mein Christsein. Und damit habe ich wirklich viele gute Erfahrungen gemacht. Aber ich denke, die Demokratie braucht diese Resonanzräume, die wir aus dem Glauben kennen. Und dieses ja, dialogische Aufeinanderzugehen und dann in Anerkennung der Würde des anderen, aber sachlich wirklich munter und über die besten Lösungen zu streiten. Und das war dann mein Job als Fraktionsvorsitzende. Ich hatte Riesenmanschetten davor. Landtagspräsidentin, immer beliebt, für alle da. Kann man auch viel Fehler machen, aber das war toll. Und dann Ärmel hoch in die Manege. Aber es hat funktioniert mit meinem damaligen Gegenüber, war Christoph Matschi, mein späterer Koalitionskollege. Und das war Bruder Ramelow damals. Und ich so mitten rein. Und die Leute wollen eigentlich nicht so streitende Frauen, das war mir auch bewusst. Und trotzdem ging es, weil wir uns als Menschen geschätzt haben. Und ich glaube, das müssen wir auch wieder mehr einfach popularisieren und durch eigenes Vorbild auch leben. Vielen Dank. Da passt meine vorletzte Frage. Frau Leitner, Sie haben in Ihrem Eingangsstatement gesagt,
Wir müssen aber jetzt in diese Auseinandersetzungen hinein, also weg von den Bazookas und hinein in die Frage, was wollen wir eigentlich, was sind wir bereit zu geben und hat eben genau hier Kirchen eine zentrale Rolle zu wiesen. Welche Rolle sehen Sie denn für Kirche? Ja, das kann ich ja jetzt auch schön anschließen. Ich glaube tatsächlich, nach wie vor sind Kirchen eine ganz zentrale Sozialisationsinstanz in unserer Gesellschaft. Und die müssen Sie auch einklagen, das dürfen Sie auch nicht preisgeben. Sie sollten nicht nur zu, ich sag mal, irgendeiner Charity-Organisation werden, die sozusagen Dinge verteilt, sondern sie soll sich einmischen. Kirchen sollen sich einmischen. Sie sollen ihre Meinung kundtun, also tatsächlich intervenieren in Debatten. Und sie sollen eben anzeigen, wie man wieder gestalten will, wie man mitgestalten kann, dazu tätige Hilfe geben. Das halte ich für eine ganz zentrale Aufgabe der Kirchen. Das Letzte vielleicht nochmal, ich habe das auch, oder ich denke das auch im Zusammenhang eben mit der Unkultur unserer politischen Debatten der Gegenwart. Kirchen sind die Räume, die tatsächlich nur so etwas wie Tugenden hervorbringen. Anstand, Respekt, wer morgens miteinander begegnet, wird vielleicht auch den Tag über dann noch Respekt füreinander haben. Kirchen sind Instanzen, die einem genau das beibringen, die genau das pflegen. Dementsprechend sind sie auch die glaubwürdigen Instanzen, die das in diesem Diskurs vermitteln können. Ich kann ja nicht Politikerinnen und Politiker dazu auffordern, einen Code of Conduct zu unterschreiben. Benehmt euch anständig, streitet in der Sache, aber lasst den Gegner in Ruhe. Lasst ihn doch heilen, Gott, das bringt ja nicht viel. Aber Kirchen sind Instanzen, die das öffentlich anprangern können und gleichzeitig sagen können, wie es anders geht. Tätige Hilfe zur Selbsthilfe, das wünsche ich mir von den Kirchen. An Sie beide. In drei Sätzen. Langsam. Also einer. Weniger gut. Was sind zum Abschluss Ihre wichtigsten Botschaften und Ihre wichtigsten Botschaften, die Sie unseren Gästen mit auf den Weg geben möchten? Oder wenn Sie vielleicht noch. Erstens, feiern Sie die Demokratie und verteidigen Sie sie nur. Ja. Also am heutigen Tag, wir dürfen uns auch freuen über ein Stück gelungener deutscher Geschichte. Und aus dieser Freude, denke ich, erwächst auch das, was heute nötig ist, anzupacken, aber eben auch mit Freude, mit Gewissheit, Geschichte, Leben und unser Gemeinwesen kann gelingen. Und ich denke, es wird auch weiter gelingen. Thank you.
Stell dir vor, du könntest ganz einfach etwas Gutes tun. Nicht irgendwo auf dieser Welt, sondern hier, direkt vor deiner Haustür. Schon mit ein paar Worten, kleinen Taten oder einer Spende. Das geht mit Kirche in der Stadt, der Stiftung der Erlöserkirche. Kirche? Auch wenn du kein Mitglied bist, kannst du dich hier vielfältig engagieren. Wir wollen zum Beispiel gemeinsam mehr für Kinder und Jugendliche tun. Das Leben in Bad Homburg bereichern. Anlässe für Begegnungen und Dialog schaffen. Und da, wo Not ist, auch mal schnell helfen. Alles für mehr Miteinander in unserer Stadt. Bist du bereit, den ersten kleinen Schritt zu gehen? Dann besuche unsere Website oder nimm direkt Kontakt zu uns auf. Kirche in der Stadt. Für mehr Miteinander.